Präsidentin, sehr geehrte Damen und Herren Abgeordnete, wenn wir als in der Verantwortung stehende Politikerinnen und Politiker dem Antrag der AfD-Fraktion folgen würden, würden wir keine Lebensfreude zurückgeben, sondern Menschen gefährden, unser Gesundheitssystem sehenden Auges zum Kollabieren bringen und Folgewirkungen hervorrufen, die weit über das bisherige Maß hinausgehen. Die von der AfD-Fraktion geforderte unkontrollierte Öffnung aller Einrichtungen und Veranstaltungen für Kinder würde das Risiko für Kinder und Fachkräfte, Eltern und viele Menschen mehr in unverantwortlicher Weise erhöhen. Sie würde zu einer unkontrollierten Verbreitung des Virus beitragen und damit alles Bisherige gefährden. Ihr Vorschlag ist also keine Alternative, wie eigentlich so oft. Ihr Vorschlag ist keine Alternative, da Sie sich gar keine Mühe machen, sich sachlich und fachlich mit dem Thema zu beschäftigen und einzubringen. Ihre einzige Forderung lautet, alle Corona-bedingten Einschränkungen für Kinder aufzuheben. Meine sehr geehrten Damen und Herren, die psychischen, sozialen oder ökonomischen Belastungen durch die Corona-Pandemie sind für alle Bevölkerungsgruppen enorm und eine große Herausforderung. Dass von den Einschränkungen im besonderen Maße Kinder und Jugendliche betroffen waren und zum Teil nach wie vor sind, ist unbestritten. Was die Situation so schwierig macht, ist der notwendige kontinuierliche Abwägungsprozess, der das politische Handeln von Beginn an begleitet hat. Die Expertenanhörung zu Beginn des Jahres im Sozialausschuss des Landtags hat genau dies gezeigt. Eine Nicht-Einschränkung der Kontaktmöglichkeiten hätte zu mehr Krankheits- und Todesfällen im direkten Familien- und Freundeskreis geführt und damit zu extremen emotionalen und seelischen Belastungen für Kinder und Jugendliche. Unzweifelhaft müssen die Maßnahmen und die Erfahrungen aus der Vergangenheit immer neu beurteilt werden. Dabei stehen für uns in Mecklenburg-Vorpommern die Bedürfnisse der Kinder und Jugendlichen im Interesse unserer gesellschaftlichen Entwicklung im Vordergrund. Seelisch und körperlich gesunde Kinder, die über stabile Beziehungen und vielfältige Entwicklungsangebote verfügen, stellen die Grundlage unserer Zukunft dar. Es liegt in unserer Verantwortung, auch und gerade in diesen schwierigen Zeiten, die individuelle Förderung der Kinder sicherzustellen, Bildungsangebote aufrechtzuerhalten und allen den Zugang zu ermöglichen. Dieser Verantwortung stellen wir uns. Als ganz wichtiges Beispiel möchte ich unsere Kita-Öffnungsstrategie hervorheben. Mit dem Stufenplan, der seit dem 22. Februar für die Kindertagesförderung gilt, bieten wir ein flexibles Instrument, das auf die sehr unterschiedlichen Corona-Situationen im Land eingeht, den Bedürfnissen der Kinder und Eltern, soweit es geht, entgegenkommt und zugleich Sicherheit und Orientierung bietet. Dabei wurde dem teilweisen Rückgang des Infektionsgeschehens gleichermaßen Rechnung getragen wie der Vorsicht vor einem diffusen Infektionsgeschehen mit Varianten des Coronavirus. Der bestmögliche Schutz aller Beschäftigten bleibt weiterhin essentiell für die Aufrechterhaltung und Rückkehr zum Regelbetrieb in die Kindertagesförderung. In diesem Zusammenhang möchte ich noch einmal in aller Deutlichkeit darauf hinweisen, dass die Kindertageseinrichtungen im Land trotz Schutzphase und Lockdown so weit wie möglich und sei es mit einer Notfallbetreuung geöffnet geblieben sind. Damit war und ist die Kindertagesförderung während der gesamten Pandemiezeit eine verlässliche Säule zur Sicherstellung der frühkindlichen Bildung und der Vereinbarkeit von Familie und Beruf. An dieser Stelle gilt mein Dank insbesondere auch jenen Eltern, die durch die Kombination von Homeoffice und Kinderbetreuung zur Reduktion der Kontakte während der Schutzphase des Appells beigetragen haben. Nun gilt es unter Beachtung der essentiellen Hygienemaßnahmen und der Ausweitung der Testmöglichkeiten, die Entwicklung des Pandemiegeschehens in den Kindertageseinrichtungen zu beobachten, flexibel an Veränderungen anzupassen. Ein wichtiger Bestandteil ist dabei, dass es uns gelungen ist, den Beschäftigten in der Kindertagesförderung und der Schule schon eher ein Impfangebot machen zu können. So werden in den Kitas, Tagespflegen und Schulen noch besser Infektionsketten vermieden werden. Wir sind zudem dabei, weitere Angebote für Kinder und Jugendliche wie etwa Zoos zu öffnen und den Kinder- und Jugendsport zu ermöglichen. Es gibt also kein pauschales alles öffnen oder alles schließen. Diese oberflächliche und holzschnittartige Betrachtung der Lage gibt es nur in diesem äußerst dünnen AfD-Antrag. Vielen Dank. Applaus